Fraktion das Wort. Ach, Sie fahren schon. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema, mit dem wir uns heute zu befassen haben, ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Denn die Situation und die Ausgangslage bei der Überwachung von Gebäuden, von Straßen, von Plätzen, von Veranstaltungen hat sich in den zurückliegenden Jahren stark gewandelt. Und das hat Auswirkungen auf das tägliche Leben unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, auf ihr Sicherheitsempfinden und damit auf die Lebensqualität. Es geht deshalb ganz zentral um das Gewaltmonopol des Staates und um die Frage, ob unsere heutigen Regularien hierfür überhaupt noch anwendbar sind. War es bis vor einigen Jahren völlig klar, dass nur vom Gewaltmonopol des Staates auszugehen ist und gerade im Bereich der Bewachung, im Bereich der Sicherheit und Ordnung keine Privatisierung erfolgt, so leisten heute über 185.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Deutschland einen großen Beitrag zur Gefahrenabwehr und damit zur Sicherheitsarchitektur in Deutschland, die nicht wegzudenken sind. Ob wir allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen, ob wir als Gesetzgeber uns dieser Veränderung auch angepasst haben, das ist leider mehr als fraglich, meine Damen und Herren. Wir müssen hier zwei gegenüberstehende Interessen sehen. Zum einen die althergebrachte und in unserer Rechtsordnung tief verwurzelte Auffassung des grundsätzlichen Gewaltmonopols des Staates. Nach dieser Auffassung bestehen Eingriffsrechte nur beim Staat durch seine Organe, nämlich durch die Polizei, ihre Hilfsbehörden sowie kommunale Ordnungsämter in abgestufter Weise. Diese über Jahrzehnte in unserer Rechtsordnung verbriefte Grundsatz ist nicht zuletzt aufgrund unserer Geschichte auch durchaus nachvollziehbar und begründet. Auf der anderen Seite müssen wir eben, wenn 185.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute in privaten Sicherheitsdiensten vergleichbare Aufgaben in unserer Gesellschaft verrichten, prüfen, welche Rechte diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zukommen sollen und ob es Rechte sind, die dann eben bei der Polizei und den Gewaltmonopolen des Staates gegebenenfalls nicht mehr liegen. Voraussetzung für eine solche Übertragung und Veränderung des Rechtssystems ist allerdings, dass private Sicherheitsfirmen in der öffentlichen Wahrnehmung unumstritten sind, breites Ansehen genießen und Anerkennung, so wie beispielsweise die Polizei dies in unserer Gesellschaft tut. Und diese Anerkennung kann nur erreicht werden, meine Damen und Herren, wenn die Qualität der privaten Sicherheitsdienste stimmt und wenn die qualitative Auswahl vor allem des Personals sichergestellt ist. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag auch festgeschrieben, dass wir verbindliche Anforderungen an Seriosität und Zuverlässigkeit privater Dienstleister und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen wollen. Eine Arbeitsgruppe zur Überprüfung und Überarbeitung dieses Bewachungsrechts ist unter dem Vorsitz des BMWI eingerichtet worden und soll in diesem Jahr noch abschließend entsprechende Lösungsvorschläge erarbeiten und vorlegen. Wir wollen diese Ergebnisse der Kommission abwarten und gemeinsam dann Verbesserungen umsetzen. Derzeit ist, wie schon gesagt, das Bewachungsgewerbe in 34a der Gewerbeordnung und in der Bewachungsverordnung geregelt. Die Erteilungsvoraussetzungen sind sehr niederschwellig. Das Gleiche gilt leider auch für Personen, die in der Bewachungsunternehmen entsprechend beschäftigt sind. Aber was kann und soll sich ändern? Mit dem Antrag der Kolleginnen und Kollegen der Grünen haben wir uns heute zu befassen. Wir sind im Gegensatz zu Ihrem Antrag nicht der Auffassung, dass wir 31 Gewerbeordnung ausdehnen sollten, denn 31 Gewerbeordnung beschäftigt sich mit Bewachungsunternehmen, die auf Seeschiffen tätig sind und hier zur Bekämpfung von Piratenangriffen eingesetzt werden. Diese Aufgabe ist mit einem durchschnittlichen Bewachungsgewerbe nicht vergleichbar. Das Zulassungsverfahren wäre zu teuer, zu aufwendig und kostenintensiv. Außerdem bringt es die Gefahr mit sich, dass kleine Bewachungsunternehmen vom Markt verdrängt würden. In der Praxis liegen nämlich die Probleme nicht bei den Unternehmen,
sondern beim eingesetzten Bewachungspersonal selbst. Und hier müssen wir ansetzen. Beim Bewachungspersonal ist es wichtig, gute Ausbildung, gutes Auftreten und vor allem Fingerspitzengefühl in entsprechend brenzligen Situationen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau in diese Richtung ist die Arbeitsgruppe in ihrer ersten Sitzung im Januar auch schon gegangen. Es wird schon vorgeschlagen, die Erhöhung der Sachkundeanfordernisse für die Bewacherinnen und Bewacher, Einführung regelmäßiger Zulässigkeitsüberprüfungen und anderes. Weitere Ansätze für Qualitätsverbesserungen können sich ergeben durch die Weiterentwicklung der Norm DIN 77-200, die sich genau mit diesen Anforderungen befasst. Aber wir haben in diesem Jahr auch hier in diesem Hause uns noch zu beschäftigen mit dem Vergaberecht. Und gerade im Zusammenhang mit dem Vergaberecht können wir für das Bewachungsgewerbe einiges auf den Weg bringen. Denn es geht um Menschen und dabei kann nicht immer der Preis entscheiden. Hier muss vor allem die Qualität stimmen und deshalb ist als wichtiges Auswahlkriterium der Nachweis qualitätssichernder Standards einzuführen. Qualität hat seinen Preis und das ist auch gut so für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesen privaten Sektoren. Wir wollen keine Regelung auf EU-Ebene, auch das sage ich deutlich, da dies nur zu EU-Minimalstandards und damit zu einer Absenkung des Niveaus in Deutschland führen würde. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich zusammenfassen. Wir wollen die Anforderungen an Seriosität und Zuverlässigkeit privater Sicherheitsfirmen erhöhen, indem wir Änderungen im Gewerberecht vornehmen. Qualifizierte private Sicherheitsdienste können zur wirksamen Entlastung der Polizei in unserem Land beitragen und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland verbessern. Dazu muss aber sichergestellt werden, dass solche Private zum Zuge kommen, die genau diese Qualifikationen, die ich genannt habe, auch nachweisen. Wir müssen in dieser Debatte aber auch die grundsätzliche Frage beantworten, ob wir bereit sind, gesetzlich verankerte Befugnisse des staatlichen Gewaltmonopols Polizei auf private Sicherheitsdienstleister zu übertragen, wie zum Beispiel die Überprüfung von Personalien oder die Aussprache von Platzverweisen. Bei der täglichen Arbeit von Ordnungsämtern unterstützen schon heute viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen unsere Städte. Auch hier werden wir zu entscheiden haben, wie wir dazu stehen. Am Ende bleibt die Kernfrage. Rütteln wir am staatlichen Gewaltmonopol aus Artikel 33 des Grundgesetzes oder nicht? Die Diskussion heute um das Bewachungsrecht ist nur ein Einstieg dazu. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird über